So, da sind wir wieder. Bei uns sind seit der letzten Folge erst 3 Sekunden vergangen. Wir sprachen gerade über Blutspenden und soziale Dienste und so weiter. Und Bratwurst? Ja, ja. Weißt du, wenn so die... die Hilfe nur dann funktioniert, wenn ich eine Spendenbescheinigung kriege, die ich beim Finanzamt gültig machen kann, ne? Mhm. Allein an sowas zu denken, ich meine, dass es jetzt möglich ist, die eine Kiste, ne? Aber gibt es denn auch eine Bescheinigung für, so, wenn man diese Frage dann hört, ne? Aber das ist ja schon auf höchstem Niveau. Ich meine, das sind ja Leute, die überhaupt schon spenden. Unser Problem ist ja, dass die Leute nicht nur jetzt nicht spenden, sondern auch gerne den Leuten, die vielleicht spendenbedürftig wären, noch in den Hintern treten wollen oder ihr Haus anzünden wollen. Ja, das ist, leider, das hört sich vielleicht auch doof an, wenn ich mir diese Aufnahmen von solchen Kundgebungen, Demonstrationen dieser Gruppierungen, wenn ich mir dann mal im Fernsehen angucke, dann sehe ich da doch sehr häufig Leute, die, naja, nicht so zu denen gehören, die auch ihr Butterbrot mit harter Arbeit verdienen, ne? Sondern die, ich weiß nicht, wie ich das... Ja, ist schwierig zu sagen. Es kommt natürlich auch drauf an, also wenn man sich zum Beispiel mal diese Pegida-Geschichte anguckt, die waren natürlich jetzt, da sahen die Leute schon ein bisschen anders aus, als ich sag mal hier bei der NPD-Kundgebung oder so, ne? Aber... Ja, aber auch in deren Umfeld trieben sich hordenweise dieser, ne? Diese Leute rum, die, sag mal, durch einen frisch geschälten Schädel... eine Bomberjacke. Ja, das sind sicher nicht die Leute, die in irgendwelchen Parteigremien und sonst wo in den Spitzen sind. Ne? Mhm. Aber das hat damals auch schon die Neonazi-Parteien geschafft, dass die Leute, die dann das Sagen da oder beziehungsweise in den Parteiführungen saßen, doch sehr häufig Leute waren, die Anwälte und die gut bürgerliche Herkunft waren, ne? Oder? Ne, und trotzdem, so im zweiten Glied waren dann immer solche Gruppierungen und die sind auch jetzt noch bei diesen Veranstaltungen zu gehen, egal wie die Gruppierung heißt. Ja, aber das ist was man so gemeinhin sagt, Politiker. Also das ist ja der Politiker-Typ. Das ist so auf den ersten Blick seriös daherkommend. Man mag ihn unterstellen, vielleicht geht es ihnen auch gar nicht so sehr um die konkrete Politik, als mehr darum, was zu sagen zu haben. Ja. Und die sind dann natürlich auch eher so der Anzug- und Krawatte-Mensch. Aber das ist ja nicht, sag mal, das ist ja eine winzig kleine Minderheit. Was denen Kraft gibt, was die Leute, was ihnen Macht gibt, das sind die Leute, die ihnen hinterherlaufen. Und das sind halt, ich weiß nicht, das ist so, da habe ich das Gefühl, das sind Leute, die haben teilweise ein geringes Selbstbewusstsein, die das Gefühl haben, sie müssten irgendwo Größe in etwas suchen. Ne, also vielleicht, weiß ich nicht, sie haben halt Selbstbewusstseinsprobleme. Das ist ja, ich meine, das ist ja eine ganz normale psychologische Geschichte. Die haben viele Leute mal, das ist ja auch nicht irgendwie schlimm oder so. Ne, und die versuchen das zu kompensieren, indem sie jetzt sich vielleicht sagen, also bei mir persönlich ist es vielleicht nicht ganz so top, aber ich bin ja Deutscher und wir Deutschen, wir sind ja was. Ne, so auf diese Art und Weise. Und das sind... Eine andere Geschichte, die man da oft findet, das sind Leute, die sehen sich als Opfer. Also die haben im Leben vielleicht Pech gehabt, oft. Vielleicht wurde ihnen öfter mal übel mitgespielt. Und die fühlen sich halt in irgendeiner Art und Weise als Opfer. Und haben dann so ein
ich sag mal, so einen gerechten Zorn in sich, so aus der eigenen Wahrnehmung, die sie haben, ein gerechter Zorn, mit dem sie sich dann auf vermeintliche Gegner stürzen, die sie in irgendeiner Art und Weise dafür verantwortlich halten. Also zum Beispiel die bösen Ausländer, die haben ihnen den Job geklaut oder so. Ja, ja. Das ist so eine Gemengelage. Ich glaube, wenn diese beiden Effekte so zusammenkommen gleichzeitig, dann hat man so den typischen, was man so sagt, Rechtsradikalen, also beziehungsweise kann sich dann daraus leicht entwickeln. Ja, ja, klar. Die Leute suchen ja zum Teil ihre Stärke. Und Stärke kann man nur dann finden, wenn man Schwächere findet. Genau. Ja? Das ist genauso wie mit Arm und Reich. Es gibt Arm und Reiche, aber es gibt nur dann Reiche, wenn es genügend Arme gibt. Und die muss man sich halten, ne? Wobei, also das würde ich... Das sagt man immer, ich weiß nicht, ob ich das unterschreibe. Also wenn jetzt alle Leute Millionäre wären und einer wäre Milliardär... Dann hat man einen sehr Reichen und... Ja, die restlichen sind halt die normalen, aber keine Armen, aber dann kommt es jetzt auch drauf an, wie man Arm und Reich definiert, und außerdem weiß ich nicht, ob so eine Wirtschaft überhaupt existieren kann, wo es naja, das, was bei uns die Millionäre sind, quasi gäbe und dazu noch das, was bei uns die Milliardäre sind. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber ich will auch nicht kategorisch sagen, dass es unmöglich ist. Das ist ja auch immer nur, ja, wo stehe ich, ne? Oder wo stehe ich in so einer Kette, in so einer, auf so einer Leiter oder sonst was. Ja, und ne? Ganz unabhängig von hypothetischen, also jetzt in der Realität betrachtet, stehen halt viele nicht so gut da. Aber sie finden Gruppierungen, die noch tiefer stehen auf der Leiter. Und da trete ich drauf. Dadurch fühle ich mich stark, weil... Ja, wenn andere niedriger sind, dann ist man selber natürlich höher. Das sind auch so Prozesse, die laufen jetzt nicht bewusst ab. Also da sitzt nicht einer und denkt darüber nach und sagt so, wenn ich den jetzt was verpasse, wenn ich den hasse, dann bin ich was Besonderes. Sondern das ist natürlich so unterbewusste Sachen, die auch gar nicht selbst so merken. Also das, ich sag das so, das könnte jedem von uns passieren und wir würden es vielleicht erst gar nicht merken. Ja, und wie kann man dann auf gesamtgesellschaftlicher Ebene dagegen angehen? Bildung. Im Moment machen Bildung. Unsere Politiker ja eher das Gegenteil. Sie befeuern die ganze Geschichte ja noch, indem sie, weiß ich nicht, das schüren und darauf eingehen und mit Pegida wird geredet und bla und AfD und auf Griechenland wird eingehackt und es wird einfach so... Na, es ist so salonfähig geworden... Man selber, ja, ich mein, wir sind ja die Guten und wir bezahlen für alles und bla bla bla. Und in Wirklichkeit ist das natürlich auch alles viel komplizierter. Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht sowas. Weiß nicht. Ich kann darauf verzichten. Ja, ich kann da auch gut drauf verzichten. Und ist es auch nicht zwingend notwendig. Also, was wäre denn jetzt, wenn ob dieser Töne, die sich so im Land jetzt langsam breit machen, wenn zufällig unsere großen politischen Anführer, Merkel und Co. und Sigmar Gabriel und so, wenn die sich geschlossen hinstellen würden und dagegen Front machen würden, statt, wie es den Anschein teilweise macht, auf der Welle mitzureiten. Das wäre ja durchaus möglich. Es hindert sich ja keiner daran. Ich glaube, die Merkel kann sowieso machen, was sie will. Sie wird trotzdem gewählt. Ich weiß, damit Merkel nicht mehr gewählt wird, müsste sie wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, Katzenbabys und Welpen im Fluss ersäufen oder so. Ja,
Ja, selbst, ich dann, weiß nicht. Selbst dann wird Profalla die Krise rasch für beendet erklären. Ach ja, wir spielen übrigens Dark Age of Camelot. Das waren auch schwarze Zeiten. Aber nicht so dark wie heute. Ja, ne, aber im Prinzip funktioniert das damals schon nach demselben Prinzip. Ne? Camelot, da saßen die an ihrem runden Tisch. Aber Brause, Camelot ist nur eine Legende. Ja. Und dann jetzt die Interpretation dieser Legenden in diesem Spiel hat sich dann auch noch mal besonders viele Freiheiten gelassen. Nicht wahr, Herr Kobold? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, so finster das Mittelalter auch war, Equips Gunstling liefen da nicht sonderlich viel rum. Nein, das war ein schönes Beispiel ist vielleicht auch das alte Rom. Mhm. Weil die Römer waren ja auch, ne, das sage ich mal, dominante Volk in Europa. Die Nachwirkungen merkt man ja bis heute. Es gab Römer mit, wie gesagt, die Römer hatten sämtliche Rechte und sonst irgendwas, die konnten im Prinzip machen, was sie wollen. Und der Rest war nur Holz zu verheizen. Ja? Du meinst entweder jetzt die Sklaven oder wie? Ja, nicht nur Sklaven, alles, was kein geborener Römer war. Mhm. Okay, das waren im Prinzip fast alle Sklaven, ne? Weil da war die Aufteilung ja nicht so Heilung. Groß, ne? Oh, Entschuldigung. Naja, aber römische Bürgerrechte konnte man ja sich erwerben. Ich glaube, wenn man so und so viele Jahre im Militär gedient hatte, dann bekam man römisches Bürgerrecht. War das nicht so? Ja, das weiß ich nicht mehr so genau, weiß ich das nicht. Ich meine, in Monaco, ne? Bürger von Monte Carlo kannst du erst werden, wenn er 5 Grand Prix gewonnen hast oder so und so viele gute Konten. Was? Ja, ich bin sicher, auch im alten Rom konntest du entsprechend viele Münzen vorausgesetzt ziemlich rasch römischer Bürger werden. Sicherlich fanden sich da Mittel und Wege. Naja, aber wie gesagt, alles, was nicht Bürger war, ob gekauft oder organisiert, wurscht egal, alles andere war nur Gesetz. Nur zum Niederwalzen. Bis der eine Kasper ja da so lustig durch den Teutoburger Wald marschierte und dann ordentlich was auf die Nudel gekriegt hat. Du redest natürlich von Varus. Ja. Der mit seinen Legionen übrigens hier direkt bei uns durchmarschiert ist. Hundertprozentig. Klippe entlang. Zumindest den Hinweg, den Rückweg dann nicht mehr. Ja gut, da waren auch nicht mehr so viele. Die liegen ja alle auch rund um die Externsteine oder sonst irgendwo da. Ich weiß gar nicht, wo genau jetzt da die Schlachtfelder waren. Ja. Ich meine, das zog so sich ja, glaube ich, soweit ich weiß, über mehrere Tage und quer durch den Wald. Also wird man entlang der Strecke wahrscheinlich immer wieder, gab es kleine Scharmützel. Und dann findet man vielleicht hier oder da noch was. Aber ich glaube, so eine große, gigantische Schlacht hat es da ja gar nicht gegeben. Es war mehr so Guerilla-Taktik, dass man... Ja gut, aber die waren ja doch mit einigen Leuten unterwegs, die Römer. Ja, was sagt man, 3 Legionen, ne, und natürlich noch der Tross hinten dran.
Also die sind dann. Warte, wie war das? Also ich kenne die Geschichte auch so ein bisschen. Die hat man ja in die Falle gelockt, indem der Arminius, also der Hermann, der ja eigentlich auf deren Seite war und da die Auxilaris oder sowas, wie sich das nannte, also die Kavallerie im Prinzip aus als Unterstützungstruppe kommandiert hat. Und der hat dann halt dafür irgendwie gesorgt, dass die statt die normale Route zurückgegangen sind, irgendwie in die Wälder reingegangen sind, um, ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche Aufständischen vermeintlichen zu schlagen. Und in den Wäldern hatten die natürlich alles, was das große römische Heer ausgemacht hat, ihr perfektes Formationsspiel und so weiter. Das funktioniert dann nicht mehr. Da konnten sie sich nur noch in quasi einer langen, dünnen Reihe, also ich meine, stellt euch einen Wald vor, der nicht gepflegt ist, sondern einfach wild bewachsen, und da sollst du jetzt mit einer Armee durch. Das heißt, du hast, weiß ich nicht, da passen ja nicht 15 Mann nebeneinander, sondern, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Mann nebeneinander oder auch sogar alle komplett im Gänsemarsch, und dann über eine Länge von, ich sag mal, über Kilometer wird sich das hingezogen haben. Und wer dann das Terrain beherrscht hat, wer da Kenntnisse hatte von Gelände, konnte natürlich an einer Stelle schnell angreifen. An dieser Stelle hatte man dann kurzzeitig einen Vorteil, konnte da alles massakrieren, und eh dann von vorne bis hinten genug Verstärkung kam, um die zurückzuschlagen, hat man sich schon wieder in die Hügel versteckt. Und so ging es. Ja, war auch so scheiße. War auch so ein bisschen scheiß Wetter, ne? Die Rüstungen sind gerostet und all sowas, ne? das jetzt glaube ich nicht unbedingt. Aber ich glaube, das ging über irgendwie so 2-3 Tage, und da war dann natürlich, ich sag mal, die Verluste waren hoch und die Moral war sicherlich im Eimer. Ja, und dann gab es noch irgendwie so eine Endschlacht oder sowas, wo dann die Überreste niedergemetzelt wurden. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt ein glorreicher Sieg, und es war natürlich auch ein bisschen Verrat im Spiel, muss man mir ganz ehrlich sagen, weil eigentlich sollte der Arminius ja auf Seite der Römer kämpfen und nicht gegen sie. Ja, man spricht so ein bisschen ja von Usama bin Arminius. Ja, oder es ist immer, die Römer hätten ihn sicherlich als Terroristen bezeichnet. Hermann genannt. Wir sagen dann eher sowas wie Freiheitskämpfer, ne, so ist das halt immer. Das eine Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Es kommt niemand drauf an, auf welche Seite du stehst. Aber zu seiner Entschuldigung, er war natürlich, glaube ich, als Kind quasi von den Römern entführt worden. Also er war irgendwie der Sohn eines wichtigen Häuptlings oder sowas in der Art, oder Stammesführer oder wie auch immer die das damals genannt haben. Oh, viel heilen bitte, Brause, ich bin fast kaputt. Ne, und den haben sie dann halt, um quasi den Frieden zu sichern, hatten sie den als Geisel mitgenommen nach Rom. Das ist ja schon mal nicht unbedingt nett. Unser Feuer ist auch raus. Nein. Ich mache mal neues Feuer. Aber dann letztes, ne? Ja. Letztes Feuer. Ja, und was, die Römer haben den aber, glaube ich, auch nicht schlecht behandelt. Also ist das nicht, dass die, wenn man hört als Geisel, dass der war jetzt irgendwie im Kerker eingesperrt oder sowas. Nee, der hat da. Der wurde da schon VIP behandelt, hat da eine tolle Ausbildung gekriegt und ist dann halt als militärischer Anführer letztendlich ausgebildet worden. Aber als dieser Herr Bin Laden von den Amerikanern gebraucht wurde, um gegen die Russen in Afghanistan zu kämpfen, da war der ja auch in Ordnung. Richtig, da relativ weniges Spiel, wobei ich nicht weiß, inwieweit man die beiden wirklich vergleichen kann. Nein, aber es sind andere Zeiten, andere Sitten, aber ne, so von der. Von dem einen wissen wir auch heutzutage nur noch quasi, dass der in einer Schlacht eine Rolle gespielt hat. Ne, und dass er irgendwann, vermutet man, von den. Also seinen Konkurrenten oder auch von Familienmitgliedern wohl vergiftet wurde oder so. Aber man weiß weder, was war eigentlich seine Motivation, was war sein Plan. Und man weiß auch nicht, was der sonst so gemacht hat. Ich meine, vielleicht war das ja auch ein massenmördernder Drecksack oder sowas. Das ist nicht überliefert. Ah, ja.
Ja. Aber man sieht doch auch so ein bisschen, in irgendeiner Form wiederholt sich alles immer, ne? Jetzt nicht spiegelidentisch, aber das Ja, sind da doch habe die. ich letztens ein lustiges Bild zu gesehen. Ich weiß nicht, wenn ich dran denke, vielleicht blende ich das jetzt auch ein. Auf Englisch war das, ich sag mal, das. Oh, Brause, 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 ich hab hier schon zugeschlagen. Brause, ich habe Ui, zugeschlagen. das. Das Ja, schlägt. ich habe aber Wurzel auch den schon einen mal fest, zugeschlagen. den ich da hypnotisiert habe. Den du gepult hast, wurzel den mal fest. Ja, ich sehe den gar nicht. Der steht da den Gang. Also das Bild, was ich gesehen habe, das hatte den lustigen Text irgendwie Clinton und Bush sind im Präsidentenwahlkampf. Ein Jurassic-Film ist in den Kinos auf Platz 1 und nächsten Monat kommt Terminator raus. Welches Jahr haben wir? Und da du sagtest, alles wiederholt sich, das gilt sowohl dieses Jahr als auch im Jahr, keine Ahnung wann das war, 1993 oder wann Jurassic Park damals rauskam, oder 96, ich weiß es nicht, oder 95. Und tatsächlich haben wir jetzt wieder den Fall, dass sowohl ein Clinton als auch ein Bush gerne Präsident werden möchten. Und Jurassic World im Kino läuft und ein Terminator-Film rauskommt. Oder jetzt schon raus ist, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. So wiederholt sich halt alles. Ja, da müssen wir mal in die schlauen Bücher gucken. Wie heißt das, diese Von dieses Nostradamus, Werk? das schlaue Buch, oder was? Ja, Nostradamus. Er hat da sicher schon alles erkannt. Ja, das sind ja auch schöne Prophezeiungen, ne? Ob er Mr. Spock schon gekannt hat, weiß ich nicht so direkt, aber. Ja, im Nachhinein, das ist ja an den schönen Prophezeiungen, ist das, die haben alles prophezeit, das erkennt man aber dann erst, nachdem das Ereignis eingetreten ist. Ja. Und wenn das nicht zum richtigen Erfolg geführt hat, in 20 Jahren spätestens hat man noch drei Ereignisse, auf die es Ja, auch passt. richtig. Aber wir können jetzt mal noch eine ganz gefährliche Bande ins Spiel bringen. Das darf ich natürlich jetzt nicht so laut sagen, weil das könnte sofort Also leise. Den NSA hier in meinem Kopfhörer freibauen. Oh. Oh. Ja. Viele, viele amerikanische Präsidenten gehörten zur Freimaurergilde. Und die Oh. konnten noch nicht mal mauern. Ich weiß auch nicht, ob Hillary Clinton auch Freimaurer ist, aber ich glaube, das ist eine reine Männer. Ich meine ja, ich glaube, da dürfen nur. Aber heutzutage, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgend so Frauenlogen. Würde mich nicht überraschen. Aber sehr interessant mit den Freimaurern. Ich weiß nicht, ob die heutzutage immer noch, also ich meine, ob die vielleicht mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben. Weil so ein bisschen der Nachwuchs fehlt. Aber da habe ich keinen Einblick drin. Ja, weil die ja so geheim sind, das weiß ja keiner. Ja, die haben in letzter Zeit haben die ein bisschen weniger geheimnisvoll gemacht. Vielleicht, weil sie das Gefühl hatten, sie wären ein bisschen zu geheim. Und heutzutage muss man ja schon laut rufen, hüpfen und springen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn dann irgendwann keiner mehr Freimaurer ist, weil es war ein bisschen zu geheim, dann ist das auch nicht gut. Also ich habe da hinter dir einen Ja, Bescheid gesagt, da soll ja. man kommen. Dann hau ich den jetzt mal. Ja, da gibt es wahrscheinlich, ah ja, diese andere Bande, die Scientology, Ja, die, die also auch der sagen, Damm, wir mich am. das, also so wenig ich von Freimaurern weiß, aber ich glaube, so schlimm wie Scientology sind die bei weitem nicht. Also das ist mehr so. Ja, das eine stelle ich mir vor wie so ein Altherren-Debattierclub, wo man sich halt kennt vielleicht, ne? Und dann, naja, keine Ahnung, was man so macht.
Ja, das kann das, sein. Das andere ist halt ne, ich raub meine Mitglieder aus, Sekte, und unterdrücke sie und mach sie alle platt. Ah ja. Ah, das stimmt schon. Oder die Freimaurer sind so geheim. Da habe ich schon ein paar Mal so ein paar Berichte gesehen über Bauwerke, was weiß ich, hier Washington. Da ist ja an jeder Ecke ist ja so ein Zirkel und so eine Sonne zu sehen, oder. Und ich glaube, die haben tierisch Spaß dabei. Nicht so eine geheime Organisation wäre. Ich würde auch überall so geheime Zeichen hinmachen, weißt du? Um die Leute so richtig so mal zu machen. Ja, na gut. Jetzt wollen wir die große Weltpolitik mal zufrieden lassen, weil hier. Dann gucken wir, was geht das Fleisch? Eins, zwei, geht das Fleisch aus? Ja, in der allergrößten Not müssen wir halt da doch mal so ein Agro noch mal holen. Wenn sonst nichts auftaucht. Oder ich gehe mal gucken, ob hier um die Ecke einer ist. Warte mal, bevor du jetzt irgendwas machst. Hier sind nämlich zwei Fellkatzen. Soll ich davon einfach eine mal mitbringen? Ja. Okay. Boah, Fellkatze hinter mir her. Boah. Ach Mist, ich hab gedacht. Ach, die ist ja Ora. Ja, nee, die ist rot. Wir sehen das nur nicht mehr, weil wir jetzt größer sind. Also. Jetzt tauchen auch die anderen langsam wieder auf. Dann ist die schwarze Katze überhaupt keine schwarze Katze. Doch, das ist immer noch eine schwarze Katze. Sie ändert ja ihre Farbe nicht. Ne, das ist ja. Das ist wie die Sonne. Ne, die ist ja nicht nachts überdunkelt, sondern die scheint ja genauso hell. Wir sehen sie nur nicht. Und genauso ist das mit den Katzen. Ah, guck mal, ich habe den Scarfänger, der da vorne steht, anvisiert. Ja, ich habe gesehen, wie da dein Bolzen ist irgendwo im Nichts verschwunden. Ich habe mir dann schon gedacht, dass der wahrscheinlich da hinten irgendwas getroffen hat. Ja. Weil normalerweise der fliegt ja nicht vorbei, ne? Also wenn du aus irgendwelchen Gründen nicht triffst, dann fliegt der, glaube ich, trotzdem nicht vorbei. So ein ausgefuchstes Animationssystem hatten die damals noch nicht. Ja, ich visiere ja quasi nur einen Namen an und nicht eine stehende Person. Wie der dann darüber hinweggehen kann. Ja, dann hast du vermutlich den Namen von dem, der dahinter stand, anvisiert. Nein, da wurde ja weiß da vorne. Oh. Hinter ja, uns steht auch noch einer. Dann soll es ein Rätsel bleiben. Ich glaube, Brause, wenn unsere Zuschauer hier uns gerade sehen, bist du im Urlaub. Ne, und weiß ich nicht, ist am Strand oder was auch immer. Ja, schauen wir mal. Also sozusagen jetzt gerade. Pass auf, ich hau den hier, pull keinen anderen. Ich hab ihn schon. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt ihn ja mal vorhin schon mit dem Hammer auf den Rücken hauen können. Ja, ich hab ihn gehauen. Rechtzeitig sogar noch. Auf den Rücken hat getroffen. Ja, ist ja ganz hervorragend. Ja, weil die brauchen ja immer einen Moment, um zu reagieren. Das heißt, da konnte ich noch in aller Seelenruhe mit dem Hammer auf den Po. Mann, liegen hier Stäbe und Gerümpel im Wert von Millionen liegt hier rum. Tja. Andererseits tun wir so etwas gegen die Inflation. Ja. Jeder Grieche wäre stolz auf uns. Absolut. Darauf ein Uso. Somit hat unsere kleine
kleiner Ausflug in die Geschichte und in die Wirtschaftspolitik. Quasi ein Kreis. Ja. Einmal alles an Themen abgegrast und wieder am Ausgangspunkt angekommen. Eclipse Gunsli. Ein sehr mysteriöser Name. Irgendwelche Monster, die irgendwo bei Beowulf oder so vorkommen. Etwas näher ans Feuer. Ja, dass du da auch die Mana-Regeneration abkriegst. Dann hau ich ihn halt von dieser Seite. Ich hab pariert, ach ist das schön. Oh, ich merke gerade, also langsam werde ich auch ein bisschen müde. Ja, ich auch. Man merkt es auch, ich habe es vorher schon gemerkt, so die geistigen Ergüsse, die unser Spiel hier immer bereichern, die versiegen so langsam und die Zunge wird schwer. Ja, ja. Ah, man. Und wir sind ja beide auch keine großen Freunde des Quasselwassers. Nein, nein. Also ich habe hier nur normales Wasser. Ich habe gar kein Wasser. Du sollst aber trinken, Brause, ne? Das ist ja, ich bin ja eingeschworener Fan der Aldi River Cola. So mega gesund ist die jetzt auch wieder nicht. Das ist egal. Wenn ich nur das essen sollte, was gesund ist, dann würde ich verhungern. Aber Brause, wir haben schon nach 10. Kannst du denn mit so viel Koffein um diese Uhrzeit noch schlafen? Na klar. Man muss ja bedenken, wenn man für, ich glaube, 29 Cent kostet so eine 1,5 Liter Flasche Cola, ne? Mhm. Wie hoch ist der Zuckeranteil in der Cola? Ja. 20%? Keine Ahnung. Du kriegst also ein himmlisches Getränk und dazu dann nochmal 400 Gramm Zucker. Alles für 39 Cent. Ja, aber überleg doch mal, das kann ja nur aus den Tränen indischer Kinder oder sowas hergestellt sein, wenn das zu so einem Preis verkauft wird. Weil wenn da nur eine Minute Handarbeit zur Herstellung einer Palette wäre, wäre dieser Preis ja gar nicht mehr zu halten. Unser Feuer ist aus. Pass mal auf, ich schäme mich schon jeden Tag, wenn ich eine Jeanshose anziehe. Ne? Jetzt. Weil die ja wahrscheinlich auch von hungernden indischen Kindern oder pakistanischen... Ja, ich kaufe meine Jeans nur noch beim Biobauern um die Ecke. Naja. Jute statt leiden, ne? Genau. Nein, wie gesagt, man muss ja dann noch dazu sagen, Zucker ist die reine Power. Ja. Okay, wenn man die Power nicht ausnutzt, bunkert man sie. Das ist natürlich dann ein leichtes Problem. Ne? Weil den Bunker, den muss man dann ja immer vor sich hertragen. Aber wenn dann die große Hungersnot kommt, wow, dann hat man vorgesorgt.
Das ist die dann Geschichte hat man mit dem Grashüpfer und der Ameise. Ja. Die einen sind nämlich so vegane Grashüpfer und die anderen, die sind die Ameisen, die ordentlich reinhauen. Zucker und, und Proteine. Davon ernähren sich Ameisen. Und ich habe hier den Vorteil, selbst als Veganer, glaube ich, ne, kann ich meine Aldi River Cola trinken. Und wenn ich dann Hunger habe, kann ich meine Schuhe aufessen. Kannst du wahrscheinlich in der Cola auflösen und das Ganze dann zusammen trinken. Aber Brause, bevor wir jetzt uns noch weiter ins Labyrinth der skurrilen Kuriositäten verirren. Die Folge ist jetzt schon über 35 Minuten lang und das Feuer ist aus. Ja, ich glaube, wir büßen auch ordentlich an Respekt bei unseren Anschauern. Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Wir haben da so ein bisschen zwar auf eine seriöse Art, aber an Niveau verloren. Wir haben auf seriöse Art an Niveau verloren, richtig. Ja. Okay, dann hab einen schönen Urlaub. Wir ins Action gehen erstmal. Ins Action? Sind wir jetzt in Hessen gelandet? Im Action? Man kommt nicht so ganz ans Action, da setze ich mich mal hin, ne? Und sag mal Tschüsschen. Jo, Brause, mach's gut, hab einen schönen Urlaub. Wir sehen uns dann. Also, wir werden uns vorher nochmal sehen. Aber die Zuschauer halt nicht. Am Freitag zu Kaffee und Kuchen. Jo, macht's gut, ne? Tschüss. Jo, tschüss.